Ja, also ich habe dann die Liebe zum Tanz erkannt. Und davor habe ich eigentlich wenig getanzt, aber dadurch, dass ich diese Gruppe, Tanzgruppe aufgebaut habe und danach nicht mehr mit denen mitarbeiten dürfte, ist plötzlich ein Verein zu mir getreten und hat gesagt, Jani, machst du für uns auch mal eine Tanzgruppe? Dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, ich möchte das machen, aber nur, wenn ich meine Kosten gedeckt habe, meine Benzinkosten. Und das war schon, die haben zugesagt, dann habe ich es gemacht. Und dann habe ich diesem Verein, das ist der Thessalische Verein, Pan-Thessalische Verein heißt es genau, und der kommt auch aus meinem Gegend in Griechenland, also Thessalien ist das, dieser Bezirk von Griechenland, dieser Bezirk heißt Thessalien, wo ich herkomme, und der Verein auch. Und da ich Thessalien. Thessalien. Hat das und was mit Thessaloniki? Nein, hat nicht mit Thessaloniki zu tun, sondern Thessalien ist die Umgebung von Larissa. Okay. Hm? Larissa, Volos, Karditsa, Trikala, das sind diese. Genau, du warst Tanzlehrer für traditionelle Griechische. Für traditionelle Griechische. Also durch mein Interesse habe ich mich so entwickelt. Eigentlich hatte ich am Anfang vielleicht 20 Tänze gekonnt und dann zum Schluss vielleicht waren es 300 oder was weiß ich Tänze. Wegen Interesse und dann habe ich mich, aber ich habe überall mich engagiert, auch als Freiwilliger habe ich bis Dachau noch unterrichtet, mit hier in Freizeitheime. Und dann habe ich in eine sehr gute internationale Gruppe für Folklore in München, diese Gaida, darf ich schon mal nennen, weil das war wirklich mal eine sehr gute Arbeit, was dort geboten worden ist. Und leider ist die Leiterin vor ein paar Tagen gestorben. Und da habe ich fast jeden Tag hatte ich Treffen mit dem Tanzen. War ich wirklich mal im Dings. Im Rhythmus. Im Rhythmus. Und für jetzt jemand, der sich überhaupt nicht auskennt, das geht so ein bisschen in Richtung Alexis Sorbas, also sehr rhythmische Tänze. Eigentlich. Oder auch gemischt? Oder? Eher Gemischtänze, weil die griechischen Tänze, die sind gesellschaftliche Tänze, also wir fassen uns miteinander und das habe ich da die verschiedenen Tänze von jedem Ort in Griechenland, also von Kreta bis ganz Norden in Thrazien habe ich Tänze den Leuten beigebracht. Obwohl wir, wenn wir aufgetreten sind, haben wir unsere thessalische Tänze immer in Vordergrund gemacht. Aber wir haben gelernt, von mir aus, alle Tänze, griechische Tänze, egal von welchem Gebiet. Und das war, hatte ich zum Schluss vielleicht über 100 Leute. Habe ich, also Kinder und Erwachsene und war wirklich eine super Sache. Also Leute gleich Schüler. Oder waren es dann Tanzgruppen, die regelmäßig aufgetreten sind? Also ich hatte ja Schüler, beziehungsweise die waren im Gymnasium und diese Schüler, die haben auch diese Auftritte mitgemacht. Und es waren auch, wir haben da auch mal eine Kindergruppe aufgebaut und waren wirklich von kleinen Kindern, die haben immer diesen Rhythmus mitbekommen. Und wo du gesagt hast, der wird nicht mehr tanzen, nach ein paar Jahren war er mit dabei und Auftrittgruppe und so weiter. Und das hat wirklich mal sehr gut funktioniert, bis ich mal, wie man sagt, wenn man nichts wird, wird man wird. Und das habe ich, diesen Schritt gemacht, um wird zu werden.